Darin, let's play. Ja, meine lieben Freunde, wir sind hier in der Prüfung. Und wir haben ein Problem. Da vorne ist eine Leune. Und wir sind hier im Eis. Und es ist kalt. Und ich weiß nicht, was das für einer ist. Ich muss mal eben scannen. Ein Blauer. Nein, der hat uns gesehen. Oder? Der macht noch nichts. Okay. Wir haben ein extrem krasses Problem. Das ist ein Leune. Ich wiederhole mich, ja, ich weiß, aber das ist ein Leune. Der macht keine halben Sachen. Der kloppt uns weg. Ich habe ein gutes Schild. Ja, habe ich, gut. Ich habe gute Rüstung. Ich brauche ein bisschen was zu essen. Ich brauche volle Leben. Ich habe keinen Bock, dass der mich da mit einem Schlag wegwämst, der Dricksack. Okay. Wir müssen uns so weit vorwagen, wie wir... Ja, fängt schon gut an. Hör doch auf, du Drecksack! Jetzt macht er uns hier platt mit einer Attacke, oder was? Okay, soweit, so gut. Oh, ich kriege hier Herzinfarkte. Waffe wechseln! Ich brauche eine Einhandwaffe. Ah, okay. So ein kleiner Treffer ist nicht weiter tragisch. Wenn auch nicht ideal. Hey, komm her. Boah. Nächste Waffe. Einhand. Ich habe nicht mehr so viele Einhandwaffen. Ich hab nur noch ein Schwert. Okay, kann ich jetzt die Waffe im Flug wechseln? Sehr gut. Ah! Boah, das funktioniert. Man kann im Flug die Waffe wechseln. Und dann gib ihn. Boah! Hast du das gesehen? Wir sind Matrixmeister! Ist mir scheißegal, was du da abziehst, Kollege. Wow. Auf den Arsch. Toll. Das war ja wohl nix. Einhandwaffe. Wir nehmen die auch nur in der Hand, damit wir ein Schild haben, ne? Komm, mach das nochmal. Ah, ja, okay, wir kriegen den Leuen platt. Das ist kein Problem. Den kriegen wir auf jeden Fall platt. So, okay. Wechsel. Boah. So, nochmal. So, und. Der ist fast drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Meine Fresse, der ist platt. Ja, der hat uns einmal ein bisschen K.O. gekloppt. Kurzzeitig. Aber nur wegen seinen scheiß Feuerpfeilen. Wenn er nicht seine Pfeile benutzt, ist er ein Schoßhündchen. So, Bestienbogen, Bestienschild. Wir sind sowas von ausgestattet jetzt hier. Schnell, bevor uns hier die Kälte jetzt dahin rafft. Weiter.
So, das war Ebene 17 oder 16, ich weiß es gar nicht. Oh. Drei Feen sehe ich. Die müssen wir holen. Wie viele Feen habe ich noch? Ich glaube eine. Ja, okay. Wir fangen mit der da vorne an. So, Nummer 1. Da vorne sind die anderen beiden. Aber da lasse ich mir Zeit. Von hier oben sehe ich nichts. Also ein Sturzflugangriff ist auf die Feen eigentlich gar nicht verkehrt. Ne? Das Problem ist, ich kriege beide nicht, wenn ich einfach drauf losrenne. Dann kriege ich auf gar keinen Fall beide. Dann fliegen die nämlich weg. Egal, no risk, no fun. Nein! Wir haben nur eine bekommen. Schlecht, ey. Scheißviecher. Egal. Wir haben damit zwei Feen jetzt wieder. Insgesamt. Das heißt, wir dürfen zweimal sterben. Das muss reichen. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Maxi-Barsch. So, die Fische haben wir auch, die drei, die man da pro Ebene, Feenebene kriegt. So, was haben wir hier? Königsbogen. Ja, warum nicht? Hier haben wir Königsschild. Sehr gerne, her damit. Und da haben wir einen. Ja, Königsschwert. Ja, sehr gut. Ja, gute Einhandwaffen haben wir damit jetzt auch zusammen. Hier noch ein bisschen Kochklamotten und Pfeile. Ganze Rumgekloppe hier immer. Ich glaube, wir haben alles aufgesammelt hier, was man zum Kochen benutzen kann. Ja, das Modul registriert nichts mehr. So, ich kann warten. Also, schade. Hätte ich volle Leben bekommen dadurch eventuell. So, wir nehmen auf jeden Fall den Rüst-Dingsbums. Dann mit ein bisschen Fleisch. Und schon haben wir jetzt ein Essen, wodurch wir mehr Rüstung kriegen. Jawohl, Abwehr wird erhöht. Was haben wir hier? Bla 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 bla. Füllt die Herzen übers Maximum hinaus. Nehmen wir alle drei Fische direkt. Plus 6 Herzen. Sehr geil. Für den Notfall kann man das gebrauchen. So, da. Noch ein Pilz. Rein damit. Nochmal Kochobst oder was da jetzt rauskommt. Ausdauerfleischstoff. Ja, lecker. So, mal gucken, was da jetzt raus wird. Lecker, Schmackofatz, Kochobst. So, ich kann noch was essen. Und zwar, wir nehmen eine Keule zu uns und eventuell noch so eine Palmfrucht. Haben wir volle Leben. So, waffentechnisch. Das Schild hat eigentlich schon die besten Tage hinter sich. Dementsprechend nehmen wir direkt das beste Schild, das wir haben, so ein Königsschild. Dazu ein Ritterschwert. Und bogentechnisch sind wir ja gut ausgestattet. Wobei, wir haben eventuell einen besseren. Na, Bestienbogen ist nicht besser. Da, der Königsbogen ist besser. Den nehmen wir. Die können wir eigentlich schon wieder wegwerfen. So. Alles klar. Damit sind wir dann. Keine Rüstung gefunden in diesem Teil. Schade. Im nächsten wahrscheinlich elektrischen. Wobei elektrisch hatten wir am Anfang. Was bleibt denn dann übrig? Elektrisch? Feuer? Eis? Wächter vielleicht? Schon wieder. Ja, da vorne ist er. Mehrere. Ich sehe mehrere Wächter. Wer steht davon auf? Alle. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben zwar diese Wächterpfeile, aber stehen die jetzt alle auf? Wenn ich hinter denen bin, das wäre schlecht. Ich glaube, die stehen alle auf, wenn ich jetzt hier bei denen anfange rumzuwemsen. Aber ich kann den töten. Ich kann den töten, dann kann ich mich da hinter den Baum verpissen, eventuell. Okay, Nummer 1 ist platt. Die stehen nicht alle auf einmal auf, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kriegen wir das gebacken.
Ich habe sehr viele Pfeile. Ich glaube, ich mache das jetzt nicht auf die Rambo-Tour. Ich glaube, wir machen es einfach nur mit den Pfeilen ins Auge. Wir haben auch noch, fällt mir ein, 6 von den Wächterpfeilen. Die möchte ich jetzt nicht verschwenden an der Stelle. Aber könnte man machen. Könnte man machen. Wir nehmen die Billigwaffen erstmal. Wir gucken, ob wir den jetzt hier dazu bewegen können, aufzustehen. Nur den hier. Keinen anderen. Gucken, ob das geht. Ja. Okay, Nummer 2 ist auch platt. Weiter geht's zu Nummer 3. Da vorne ist eine Kiste. Sehr gut. Können wir gleich mitnehmen. Ja, ist nicht schlimm. Problem ist, da ist noch einer gerade aufgewacht. Hinten irgendwo einer. Okay, so haben wir auf jeden Fall Schutz vor denen ein. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, hier sind wir in Sicherheit. Wir können das versuchen zu blocken. Das wird nicht... Wir müssen es blocken. Aber warte, ich nehme dafür ein Scheißschild. Wenn das kaputt geht, ist das nicht so schlimm. Wir können das. Wenn ich mich konzentriere, kann ich das. Sehr gut. Nee, aus der Entfernung kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Ja, ich muss. Ach. Boah. Meine Fresse, ey. So, den machen wir auf die ganz normale Art und Weise. Platt ist ja der letzte. Ah, Übung macht den Meister, ne? Kaputt. So. Ja, gut. Die Ebene haben wir dann auch problemlos eigentlich geschafft. Weil wir es mit dem Blocken hinbekommen haben. Rechtzeitig. Ah, so, jetzt war hier vorne noch eine Kiste gewesen. Oder habe ich die... Nee, die wollte ich öffnen. Aber dann kam ja den ganzen Wächter. So, komm da raus. Ominöse Kiste. Öffnen! Ein Ritterschild, ja, das kann man hier gut gebrauchen. Ritterschild zerbricht gleich. Nehmen wir direkt das neue. So, ist ja noch irgendwo was? Ich bezweifle es, aber es ist möglich. Okay, dann war's. So gut, dann mit dem Stasis-Modul eine andere Waffe in der Hand. Zur nächsten Ebene. Das ist jetzt wirklich Wächter, was hier ist. Das ist alles Wächterklamotten. Das ist... Der Problem ist, wenn wir sterben, haben wir alles umsonst gemacht. Ist klar. Die ganzen Bilder, die wir gemacht haben, haben wir umsonst gemacht. Oh oh, laufende Wächter. Einer nur? Ist ja langweilig. Ein Wächter. Ein laufender Wächter. Den machen wir so platt, ne? Wir reflektieren. Ja, wir machen auf jeden Fall reflektieren. Müssen wir machen. Wenn nur einer da ist. Ich sehe nur einen. Ja, gut. Keine Ahnung, warum hier Pferde sind. So, nur nicht aufregen. Nummer 1.
mal zwei. Da ist ein kleiner Moment. Nein! Scheiße. Weißt du was? Ich schieße ihn jetzt ins Gesicht. Boah, guck dir mal an, was das an Leben gibt. Wir machen den jetzt so platt, die restlichen paar Lebenspünktchen, die er hat. Nicht, dass hier ein Fehler ist, was ich mache. So, kaputt. Das war... Ja, das war mal was anderes. Aber, okay. Ja, wir hätten es wahrscheinlich auch reflektieren können. Ich habe da nur beim letzten Mal leider daneben geklickt. Zu spät. Oder zu früh, eins von beiden. Ich weiß es nicht mehr. Aber, okay. Hat relativ gut funktioniert. Ich meine, wir sind Besseres gewohnt. Ich hätte auch vielleicht ein Pferd benutzen können da vorne. Ich glaube, die stehen da nicht umsonst rum als Hilfestellung oder so. Aber, ja. Ich möchte mich nicht beschweren. Wir haben noch keine Fee benutzt. Glaube ich. Oder? Ne, wir haben noch beide Feen. Das ist schon mal sehr gut. So, haben wir noch irgendwas? Ich hätte mich auch verstecken können, eventuell. Okay, ich laufe hier nochmal großzügig rum und gucke, ob hier noch eine Truhe ist. Möchte ich ungern vermissen. Vermissen vor allem. Vergessen oder verpassen. Oder nicht vermissen. Sieht aber gut aus, soweit. Ja, okay, dann auf zur nächsten Ebene. Ich esse ein bisschen was. Haben wir noch was, was wenig Leben gibt? Nein, haben wir nicht. Dann esse ich nichts. Dann wird uns beim nächsten Mal auf jeden Fall eine Fee, denke ich mal, erlösen. So. Ebene, weiß ich nicht, was jetzt kommt. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, okay, fliegender Wächter ist scheißegal, die können nix. Wenn es der einzigste ist. Ein fliegender Wächter. Ja, was soll das denn? Der muss uns erstmal sehen. Der kommt direkt auf uns zu. Kann ich da hoch? Das wäre geil, ne? Ich versuch das mal. Ne, ich glaube, das... Ja, wobei, hier ist eine kleine Zwischenstation. Hier können wir pausieren. Hahaha. Ja, der ist platt. Der kann nichts machen. Ah, da vorne ist sogar eine Truhe. So, haben wir noch ein paar Bombenpfeile oder so? Ich meine, das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, hier mal gegen den... Wir machen es mit den Bombenpfeilen. Pass auf, ich nehme... Ich habe gar keine Bombenpfeile, Kacke. Dann müssen wir das so machen. Wir können es auch... Nee, reflektieren mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Wir ballern die Dinger da ab. Die Rotoren. Warte, wann kann der nach oben schießen? Ich dachte, das geht nicht. Was? Wie macht der das? Oh oh. Der hat wohl ein paar neue Tricks auf Lager anscheinend. Ich glaube, wir müssen doch reflektieren. Ich glaube, es ist die sichere Variante. Na Kacke. Mann.
Ja, aber von der Oma haben wir eine sehr gute Position, um das machen zu können, was ich hier gerade versuche. Ich wusste zwar noch nicht, dass der nach oben schießen kann, aber man lernt ja nie aus, ne? Nein, nicht getroffen. Schon wieder nicht. Mann, warum treffe ich den denn nicht? Was ist denn hier los? Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Wer weiß, was da in der nächsten Ebene auf uns wartet. Der pausiert ja hier immer kurz vor uns. Das ist die Gelegenheit. Dann ordentlich zielen und drauf. Hallo, gerade hat der pausiert. Warum? Ach so. Ja. Warum kann der das? Der kann das einfach. Wieso noch treffen? Auf die Rotoren. Ja, ich habe da noch eine ganz andere Idee. Bomben incoming. Das wird lustig. Damit machen wir doch die Rotoren bestimmt ruckzuck kaputt. So, den haben schon ein paar Mal erwischt. Der zieht jetzt nicht so viel ab, das weiß ich. Aber wenn er durch die Rotoren kaputt geht, dann habe ich gewonnen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Das ist ja hier kein Wettrennen, glücklicherweise. Du Widerlicher. Wow! Ich glaube, das dauert ewig, bis ich so die Rotoren kaputt mache. Ich meine, ich kann es gerne noch ein paar Mal versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt ist, was ich hier mache. Der darf mich nur nicht sehen. So wie jetzt gerade. Der hat ja schon wieder geschossen. Da schon wieder. Der weiß, dass wir da sind. Der ist auch nicht doof. Ich meine, der ist eine Maschine, der ist doof, aber... Nee, da muss ich mit einem Pfeil machen. Mit der Pfeile. So, wir haben ihn schon wieder einmal erwischt an seinem Rotor. Der ist in Alarmbereitschaft, ist aber egal. Nee, 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 nee. Der darf uns hier oben nur nicht erwischen. Ah, Kacke. Ich will auch nicht die antiken Pfeile verschwenden für den. Sobald der direkt unter uns ist. Ja, der hat die Faxen dicke, der weiß, dass wir hier sind. Der weiß das ganz genau. Da, der guckt jetzt gleich wieder zu uns und dann macht er einmal Piu! Ja, ich weiß zwar nicht, wie der das macht. Der cheatet doch. Hallo. Das kann doch nicht sein. Da unten liegen die ganzen Pfeile von uns rum. Jetzt ballert der wieder, pass auf. Oh ne, diesmal nicht. Wow, jetzt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, was ich hier mache. Ich meine, er zieht ein bisschen was ab. Aber eigentlich müsste so ein Rotor schon lange abgefallen sein. Vom Gefühl her. Scheiße. Mann! Ob da Bombenpfeile in der Mitte sind? Ah, dieses pussyhafte Verhalten gerade von mir kotzt mich an, aber ich will auch nicht verlieren. Wir sind schon so weit gekommen.
Vielleicht ist das sogar schon die letzte Ebene. Ich weiß es ja nicht. Der guckt uns voll an mit seinem Auge. Ah, okay, der erste Rotor ist... der erste Rotor ist weg. Der zweite Rotor ist weg. Jetzt hängt er da nur noch an einem rum. Ey, wir brennen. Nicht so gut. Okay. So langsam... Ja, okay. Wir sollten nicht ganz so voreilig hier agieren. Das war jetzt gerade schon wieder haarscharf am Tod vorbei. Da flieg mal deine letzte Runde und dann machen wir dich jetzt platt. Ja, mach, komm. Ein bisschen krumm und schief, aber pff, macht dir doch nichts aus, ne, oder? Alarm. Warum ist denn immer noch Alarm? Ah Mann, jetzt mach da, ja, sehr gut. Okay, nicht am Rand bleiben. Der macht wahrscheinlich wieder seinen Warnfeuerschuss hier hoch. Und dann ist er platt. Scheiße. Da liegt er nun und macht nichts mehr, der Widerliche. Ja? Machen wir platt. So, und jetzt einfach von hinten drauf. Was soll er da machen? Nicht, dass der sich so komisch umdrehen kann, ne? Das weiß ich ja nicht. So wie gerade. Regeneriert der Leben? Oder habe ich Halluz? Nee, macht er nicht. So, eine Waffe haben wir noch, die viel abzieht. Ja, eigentlich noch so ein paar. Nee, die würde ich gerne behalten. Komm, wir schießen den ins Auge. Kaputt ist er. So, kann ich hier die ganzen Pfeile aufsammeln, die hier irgendwo rumliegen? Ah. Wie lange geht das noch? Ich weiß es nicht. Ich will hier raus. Ich will endlich das Masterschwert abschließen hier. Und wenn, ich meine, gut. Wahrscheinlich, ich glaube, es ist die letzte Prüfung. Das haben wir schon erörtert vor ein paar 20 Episoden oder so. Aber es kann natürlich noch weitergehen, was ich irgendwie nicht ganz so hoffe, weil ich will ja auch mal abschließen. Abschluss und so. So, wir holen uns auf jeden Fall jetzt die Truhe. Da wird bestimmt was Gutes drin sein. Denn da kann man ja nicht immer hochfliegen, ne? Nur wenn man die entsprechende Ausdauer hat. Wir haben die glücklicherweise. Aber das ist ja nicht unbedingt Gesetz, dass man hier an der Stelle so viel Ausdauer hat wie wir. So, Sesam, öffne dich. Was haben wir denn da? Warte mal. Das ist auf jeden Fall eine Spezialtruhe. Guck dir die mal an. Boah, toll. Die hätten wir gerade gebrauchen können. Ich hab's gewusst. Bombenpfeile. Pff, egal. Wir haben's auch ohne Bombenpfeile hingekriegt. Pfeile. So. Dann überrasche mich nächste Ebene. Zur Not haben wir immer noch unseren Ultrafisch, der uns so viel Leben gibt. Frostschutz haben wir auch noch hier. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber... So. Hier ist noch ein Pfeil. Der Gott. Ritterschild zerbricht gleich. Ja, das steht ja schon seit 20.000 Episoden. So. Kommen jetzt alle Wächter auf einmal in einer einzigen Ebene. Da oben ist schon wieder einer von den Fliegenden, den ich sehe. Da vorne ist ein Laufender. Scheiße, ich habe sogar recht gehabt. Genau für diese Situation habe ich mir zum Glück, weil ich es schon irgendwie
erwartet habe. Den einen Pfeil aufgehoben. Unsere 6 Pfeile aufgehoben. Nicht, dass der uns hier sieht, der eine. Dann machen wir erst den Fliegenden platt eventuell. Eieieiei. Ich glaube, das ist... Da oben ist auch noch einer. Guck mal, da hinten. Da ist einer von den Stationären. Wo scheißt die Wand an? Das wird ein Spaß werden. Ganz ruhig. Wen machen wir zuerst platt? Ich glaube, den Fliegenden. Den Fliegenden, danach den da oben eventuell und dann den Läufer oder... Ich weiß es nicht. Ja, meine Freunde. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir jetzt in dieser Episode noch fertig werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt in der finalen Herausforderung sind. 3 Wächter vom Allergemeinsten stehen hier rum. Wir könnten versuchen zu reflektieren, ja. Das können wir in der nächsten Episode versuchen. Wir haben 2 Feen, das heißt, wir haben auch noch extrem viel Futter zum Essen. Das kann klappen, wenn ich im richtigen Moment drücke. Was ich eigentlich immer so oder so gut wie immer hinkriege, ja. Nur in solchen Extremsituationen neige ich dann doch manchmal dazu, nicht unbedingt zuverlässig zu drücken dementsprechend. Ja, mal gucken. Wir haben aber auch zur Not noch 6 von den Antiker-Pfeilen. Und ein Pfeil reicht ja, um einen von denen kaputt zu kloppen. So kann man es auch versuchen oder machen. Wir schauen mal. Ja, das war es auf jeden Fall für diese Episode. Und in der nächsten Episode wird es hier auf jeden Fall entschieden, ob wir gewinnen oder verlieren in dieser Meisterprüfung. Bis dahin. Ciao.